Jo, willkommen jetzt zu einer neuen Runde Weltrechnester. Ich habe das Ganze jetzt nicht schon zum ungefähr 20. Mal gesagt, weil immer wieder die Matches so scheiße werden. Egal, wir sind nochmal auf der gleichen Karte als Russen. Und es ist jetzt mein letzter Versuch und wenn das Match immer noch so scheiße ist, dann lasse ich es komplett sein. Im letzten Part haben wir ja ein bisschen die Deutschen hier gespielt und haben auch hier ein bisschen verkackt mit der Stuk und so weiter. Und ich sollte mal endlich mal ein bisschen beruhigen und ein bisschen ruhiger sprechen. Puh, ja, ich habe den Bots ein bisschen schwerer gestellt. Wir sind ja hier im Offline-Modus. Ich spiele ein bisschen mit Bots hier rum, sind auf den Seiten der Russen, schnappen uns irgendeinen Panzer hier. Ich würde mal sagen, wir nehmen auch mal diese, naja, scheiß auf Selbstfahrer Fette. Bin ich vorhin schon gefahren in meiner Aufnahme, die ich wie andere 5 Aufnahmen so schon gelöscht habe. So. Auf jeden Fall ist es unser Ziel, die Deutschen hier zu vertreiben, also deutschen Einheit zu gebieten. Und ich denke mal, wir werden das erstmal auf der Nordflanke machen, gehen später zur Südflanke und da mal schauen. Diese Satz habe ich bestimmt jetzt schon 10-mal oder so gesagt. Ja gut, 5-mal. Oh, ich habe langsam keinen Bock mehr, ey. Ganz halt will ich lustige Matches machen und die Bots machen einfach nichts mehr. Oh, guck mal, das war ein. Das könnte ich sein, von vorhin, ich stand da auch. Na gut. Wir sind übrigens hier mit T-34-76, glaube ich, unterwegs. Da oben kommen die deutschen Bomber oder was auch immer. Naja, ist eh nur Dekoration, also keine Sorge. Später müssen jetzt mittlerweile überhaupt schon bei mir. Ah, 3:30. Ja, in letzter Zeit kommen echt wenig Videos bei mir hoch, weil ich irgendwie überhaupt keine Möglichkeit habe, neue Videos hochzuladen, weil das Internet bei allen Personen, wo ich hingehe, der letzte Rotz ist. Und mit 200 kW brauche ich kein 1 GB Video hochladen. Na, also da sitze ich bis morgen früh dran. Naja, egal. Wie sieht's denn hier aus? Bleiben wir mal hier hinten stehen, da hinten sehe ich schon einen Panzer. Verräter T-34, 1000, na 1000, ich schätze mal 800. Fuck, bisschen zu spät. Dann noch mehr. Ah, Panzer 3 oder was hast du? Ja, komm her. Easy Kill. Boah, fuck. Ah, T-34, Junge, Bruder, komm rüber, Alter, ich gib's dir. Ach ja. Wow, hab ich dich geownt, Junge, hab ich dich geownt. Auch wenn du nur ein Bot bist. Kommt da so ein schöner Treffer jetzt in die Seite. Ah, leider kein One-Kill, schade. Bin ich jetzt hier ganz allein und verteidige gegen die Flanke? Piss dich! So, jetzt bin ich tot. Habt ihr gesehen, wie er gar nicht gedreht hat, das Geschütz, wie die Kugel sich gedreht hat in der Luft? Wer kennt von euch Company of Heroes 1 jemand? Das ist alte Ole Patches. Die Pack mit Lenkgranaten. Ich bin immer, ich spiele ziemlich gerne Company of Heroes 1 Panzer und gegen Packs, da fahre ich immer außen, also ich umfahre die, um die von hinten abzuschießen, damit sie sich nicht schießt. Und die schießt, die Pack, und die Kugel dreht sich noch so irgendwie noch ein paar Grad Richtung meinen Panzer und trifft mich jedes Mal. Jedes Mal hat das so eine Fernlenkmunition. Also dass die Granate sich in der Luft noch dreht. So ähnlich war das hier gerade auch. Na egal, macht schon mehr Spaß. Bots ein bisschen höher gestellt. Ich denke mal, wir machen wieder so 10, 20 Minuten. 10, 20, 30 Minuten. Puh, ich bin echt voll nervös. Meine Beine zittern voll, ey. Ich bin nicht hochmotiviert, aber irgendwie... Naja, nächstes macht der... Ist das ein L? Josef. Mal ordentlich Kills hier für das Mutterland. Und mal schauen, ob wir wieder mit dem schönen KV-1 hier... Ja. Star Wars vielleicht grüßen. Star Wars ist grüßen. Nein, das ist Leuchtmunition. Das ist, glaube ich, jede sechste Kugel im MG-Magazin hat so ein Leuchtdings. So ein Leuchtschuss, damit man sieht, wo man hinschießt. Ich müsste mir hier irgendwie so ein bisschen Deckung suchen. Ey. Ich glaube, die Bots sind jetzt auf Gefreiter oder sowas oder Schütze, ich weiß nicht mehr. Also halt so die mittlere Schwierigkeit. Macht das mal unsere Leute. Wir sollen ein bisschen voranfahren. Hier vorne. Da haben wir noch ungefähr da, wo es raucht,
da stand ich vorhin mit einer Selbstfallerfette und habe die halbe deutsche Panzerbataillon ausgeschaltet. Und genau dann bewege ich mich 1 Millimeter und ich kriege 3 Kugeln ab. Das war lustig. Die Bots sind manchmal echt lustig. T34, aber es ist hier mal ein bisschen was los, ey. Oh, die nehmen den Punkt ein. Da habe ich was gegen, Junge. Da habe ich auch was gegen. Voll schief. Ach, schon. Sag doch mir... Irgendwie wollte er den ersten Schuss gerade nicht setzen, der so gut war. Sag mir doch gleich, dass es nicht... Lol. So. Das haut der ab, der Feigling. Ich krieg dich trotzdem noch. Toll. Komm, lad nach. Den machen wir palat. Den Verräter machen wir kalt. Tod allen Verrätern, den machen wir kalt. Den machen wir sowas von kalt. Den erbeuteten T34. Dich machen wir kalt, Junge. Oh, da ist ein Panzer 4. Ups, ich bin zu weit. Da. Yo, nice. Es ist ein bisschen umständlich, da man hier nicht mit der Maus das Geschütz betritt, sondern mit WASD. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber naja. Muss man sich dann gewöhnen. Fuck. Ich wollte... Haben die es echt erobert? Scheiße, ich wollte ihn eigentlich noch zerstören, bevor wir da reingehen. Aber wir können es ja auch nicht mehr zurückerobern. Das ist voll scheiße. Auf mich nicht, ne? Doch, ah doch, wir können es doch... Ja, sag doch gleich, dass wir es zurückerobern. Ach, weil sie bestimmt das untere nicht erobert haben. Ach, da ist noch Panzer. Du Arschloch! Warum schießt der nicht? Hallo? Ist meine Maus kaputt? Komisch, manchmal irgendwie meine Maus. Also ich hoffe, die ist nicht kaputt. Okay, vielleicht habe ich nur ein paar kurze Lecks. Das kann natürlich auch sein. Hm. Ja. Chillen wir mal hier, nehmen wir Position ein, ne? So, ich muss irgendwo sehen, wo mein langes Rohr hängt. Sonst weiß ich nicht, wo ich damit hinwedeln soll. Na, wo sind wir denn da? Zu hoch. Ist das schießen? Ey, der hat mein Motor... Was? Der hat mein Motor kaputt gemacht. Und ich wollte hier so einen auf Angeber machen lassen. Fick dich. Du Arschloch. Du wirst mich hier nicht töten. Kann ich überhaupt jetzt noch fahren? Oder brenne ich? Ich rauche ein bisschen, okay. Ich glaube aber hier, ich will die Position ja einnehmen. Da hinten. 10 Uhr. Nee, ja doch, 10 Uhr. Boah, der war geil. Schade, dass er nicht kaputt gegangen ist. Schade. Hm. Anscheinend haben die Deutschen wieder vergessen, dass Krieg ist. Warum ist das Rohr eigentlich immer über mir, wenn ich nach da hinten gucke? Ich habe ein bisschen Angst, über den Hügel zu gehen. Hätte das Geschütz vielleicht nach vorne drin sollen, ne? Egal, mal gucken. Was hier so abgeht. Nicht viel anscheinend. Tag Deutschland. Na, mein abgeschütztes Flugzeug. Hm. Ziemlich ruhig hier. Was ist denn los bei euch? Vergessen, dass hier Krieg ist oder was? Hm, komisch. Rück mir mal ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, wo könnten die Deutschen denn kommen hier. Schöne Panzerjäger. Panzerkanone. Pack. Da sehe ich was. Ja, 600 Meter. Oh, leck. Ey, das ist unfair.
aufzunehmen. So. Ach Scheiße. Wurde auf mich geschossen? Ach, das ist ein Schluck. Okay. Na, ich hole mir erstmal den hier. Ah, sehr schöner Treffer. Hat leider nicht gereicht. Komm, lad nach. Lad nach, Junge. Sehr schön. Wo ist denn hier? War doch eine Stuck, habe ich doch gerade gehört. Da. Ach, Scheiße. Ich komme nicht runter mit meinem Rohr. Was ist los? Wisst ihr was? Wir schleichen uns da jetzt schön an von hinten. Die penetrieren wir, die alte Drecksau. Dann T-Bolten wir sie. Ja. Oh. Schade. Gar nichts los, Mann. Na komm, rück ich mal. Ich fahr mal zu deren Spawn. Mal gucken, ob da irgendwas los ist. Yes. Bei Deutschen, na, die Russen über die Südflanke. Sehr schön. Was ist das da hinten? Bäume einfach nur? Ah, okay, ist ein Baumkron. Ich dachte gerade, da kommen da 5 Panzer oder so auf einmal an, ey. Das wäre krass gewesen. Da bleiben wir ein bisschen so hier. Genießen wir diesen schönen, also das Nachmittag hier oder morgens, spielen wir nicht. Bei mir ist es Nachmittag, mittlerweile. Ich kann mal gucken. Eine Stunde. Schon dabei. Das ist aber nicht die Folge, sondern die Versuche, wie oft ich jetzt schon aufgenommen habe. So, jemand da. Kommt Leute, ich will ein bisschen Blut. Gebt mir Blut. Ich will Kills. Mein Motor ist immer noch im Arsch. Hauptsache das Teil explodiert nicht gleich hin. Ich kann ja mal sowas reparieren können. Wie gesagt, ich habe leider gestern nur so ein bisschen gespielt. Ich spiele es ab und zu mal so ein bisschen hier rumfahren. Hey, hier ist doch eigentlich der Panzerspawn, ne? Das haben wir nicht, die stehen ja alle an der anderen Flanke. Boah, was geht denn hier alles ab, ey? Hier ist ja richtig Kriegsgebiet, ey. Bah, dreh dich um, du Arschloch. Jo, hier ist ja richtig Großoffensive der Deutschen, ne? Haben sie, ja, haben sie Angst vor mir, ne? Stehen die da alle rum? Warum schießt du nicht? Guck mal, die stehen da alle! Okay, haben sich verbuggt wahrscheinlich. Ist er geflogen? Ja, komm, zu stellen wir ein bisschen die Panzer hier, ne? Ja. Was ist denn das? Warum reagiert die? Achso, das ist ein Stuck, die kaputt ist. Ich dachte, das wäre eine, die noch funktionieren würde. Ja, da hier hinten ist die übelste Panzerschlacht, ey. Und bei mir ist gar nichts los. Boah. Die haben keinen Bock mehr auf mich zu schießen hier, ne? Ich weiß nicht, was die Bots machen. Komm, für Pussys gehe ich näher dran. Ich weiß nicht, ob das der stärkste Panzer auf dieser Karte ist von den Dosen. IS-2 ist ja hier nirgendwo. Ja, mein Motor ist so ein Arsch, ey. Ja, die haben sich hier alle verbuggt anscheinend. Ja. Ja, das ist vom Spiel, das ist mal so ein bisschen laggt. Irgendwas stört anscheinend. Ihr seid solche Spacken, ey. Hm, wir schießen hier rum.
Ja komm, ich zerstör mal die Panzer, damit die sich wieder... Ach so, alles klar. Das heißt, sie sind alle entwackt. Wunderbar. Ich hoffe, meine Maus ist wirklich nicht kaputt. Das wäre echt schade, da muss ich erst eine neue Lasermaus kaufen. Was schießt denn hier so rum? Ach, Verräter! Ja, brenn du Sau! Wer wagt es hier auf mich zu schießen? Das soll man eigentlich nie machen, wenn man beschossen wird, rausgucken, aber... Du Drecksau da! Wer war das? Wer? Sag mir nicht Verräter, Tier-34 war das. Oh, 10 Sekunden. 9 Minuten noch, dann ist es vorbei. Ich hab Hunger, ich hab noch gar nichts gegessen. Zum Mittag heute übrigens. Hier kann man da nicht ran, oder? Nein, hier ist halt nur für Funken. Okay. Ein leckeres Spiel manchmal. Ja komm, nehmen wir den T. Ist das nicht hier 76? Ja. Ach, hier ist einer drin. Nee. Ich will alleine fahren. Nehmen wir den hier. Den KV-1. Gibt's ja erstmal Rache hier. Geht ja gar nicht klar. Oh, was? Die Schweine, das haben sie. Diesen Schnee fliegt mich die ganze Zeit ab, diese hässlichen. Ne? Yo, Genossen, Ura, los geht's. Ura, Ura. Kennt das von Call of Duty World at War? Ja, so. Wieder durchs Maisfeld hier eine schöne Runde. Vielleicht finden wir irgendwelche Leute, die hier vögeln. Stecken sie sich um. Nee, danke. Das sage ich nicht mal, es ekelt mich schon umgehen. Ich esse nie wieder Mais. Ach, ich habe ja minderjährige Zuschauer, ne? Ja, die machen Popcorn, ne, also. Egal, vergiss es. Was Feinde hier? Aber meine Nase läuft. Ich habe sie eigentlich gerade geputzt, diese Drecksnase. Was ist denn hier los, Alter? Ich nehme gleich einen Aufklärer, dann fahre ich mit diesem komischen Aufklärungsfahrzeug die ganze Zeit hier rum. Ne? Dietrich! Die alte Sau ist gestorben. Der Dietrich ist abgebrochen. Ich hab Bock, soll ich mal ein Rollenspiel Let's Playen? Na, ohne Intel, ja, ich keine Ahnung, ich bräuchte wieder... Ja, zumindest, dass ich, wo ich immer hochlade, einen Zugang hätte. Aber bis das Video hier online ist, wird schon noch... dauern bei meinem Glück. Zum Kotzen sowas. Nur wegen so einem scheiß Auto bei mir. Egal, ich habe Auto gekündigt jetzt und dann kann ich mich in Ruhe lassen. Kein Bock mehr auf so einen Quatsch da. Na, dich habe ich gesucht, du Stuck. Du Stuck Scheiße. Scheiße. Du Stuck Scheiße. Was macht der in T34 denn da? Ah, hab ich deinen Links ausgeschaltet? Oh, kannst jetzt nicht mehr fahren, wirst jetzt sterben, du alte Drecksau. Tut mir aber leid. So, Günther. Du machst keins, du bist kein Sekanal mehr. Na, wird denn verstanden? Gar keiner, ne? Fehlt noch Olaf hier. Gibt's hier Olaf? Fick der ernsthaft den... Ne,
flickt der ernsthaft den Hügel. Weil der ist so ein bisschen kaputt, den muss man zusammenflicken. Ja, flick mal deinen Hügel da, den Hügel. Den braucht, der ist vielleicht wichtig für den Ackerbau, deshalb flickt er ihn da ein bisschen. Und dann kann man da Mais und sowas anbauen oder ein bisschen Brot, Weizen, ne? Also, ne? Passt schon. Mach mal weiter, flick mal weiter. Ich kämpfe dann gegen die Deutschen. Wir haben gleich alles. Dann kann man die, ja, keiner, ich rück mal zum Spawn vor. Ich will ein bisschen Action und die rücken auch Action, auch wenn es kein Action ist. Ich fahre übrigens gerade ohne Hände, ne? Also meine Hand und meine Hände sind von Tastatur und Maus entfernt. Brumm brumm. So, ihr Deutschen. Ihr Dutschen. Dutschen, wo seid ihr? Und da hinten läuft irgendwie so ein Hampelmann rum. Hallo? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Kämpfen die schon bis da ganz hinten kämpfen die schon? Krass, Mann. Ich warte da die ganze Zeit da hinten, dass mal was passiert. Behindert. Doof, dass man kein Radar hat und gucken kann, wo die Feinde und sowas. Wer bist denn du? Christian, du alte Sau. Du musst mal einen Panzer klauen von den Deutschen? Wenn das geht, schon lustig. Aber ich habe einen Schuss gehört. Von links. Oder sind die rauchen die hier nur zur Deko? Anatoli! Du alter geiler Sack. Was hier da eigentlich irgendwas mal? Aber er ist nicht kaputt. Hallo, Panzer 4. Ich glaube, von rechts wurde ich aber beschossen. Oh! Guten Tag, Jungs! Ich habe... Da will man den Deutschen einmal guten Tag sagen und wird sofort abgeschossen. Ganz. Oh Mann. Komm, wir nehmen mal die hier. Boah, jetzt muss ich wieder über die ganze Map fahren, ne? Boah, ich hasse dieses Maisfeld, ne, hier. Oh, nehmen wir uns mal zurück. Genießen das sanfte Pferdchen hier. Die sanfte Fahrt. An diesem wunderschönen Nachmittag. Heute ist Samstag, ne? Ja. An diesem wunderschönen Samstagnachmittag im Jahr 2018. Das Jahr der bisher dümmsten Aussagen, die ich gehört habe. Ja. Und das Jahr... Kommen die denn ja gut Filme raus? Ich glaube nicht, ne? Star Wars schon rausgekommen. Bin noch nicht geguckt. Dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, bis auf DVD kommt. Sonst weiß ich gar nicht, was dieses Jahr rauskommt. Call of Duty habe ich nicht. Was ist denn hier los? Ich sehe gerade nur unten, wie die Leiste auf einmal so schnell leer geht. Feinde? Wo seid ihr? Ich mache hier Selbstmord und der Selbstverlauf hätte so offen spawnen. Ich habe nicht erwartet, dass die Feinde noch alle dahin sitzen. Fuck! Ich habe noch erwartet, dass die Feinde alle da hinten sitzen. Ich bin mal so still, weil ich im Kopf ungefähr ausrechne, wie weit die weg sind. Och, Abpraller! Komm her, du alte Drecksau. Yes! Günther! Naja, wo war ich mit dem Film, ne?
Ja, Spiele weiß ich gar nicht, was rauche. Ich sehe immer, wenn ich bei YouTube gucke, ich stelle was von Juden 2018. Kam das wirklich schon raus? Ich habe mich noch gar nicht geguckt. Aber. Ich habe auch irgendwie noch keine Nachrichten oder sowas davon bekommen. Yeah, wir haben die Schlacht gewonnen. Ah, ich wollte noch schießen. Naja, komm, noch eine, mache ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Hier haben wir übrigens einen Aufklärer, wollte ich eigentlich mal zeigen, naja, egal. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder.